Wir haben gut Zeit gemacht und wir hätten noch Zeit für eure Fragen im Plenum. Was dürfen die Referenten noch erläutern oder welche Fragen gehen euch durch den Kopf? Genau, Christelle hilft auch ein bisschen rumzuspringen. Die erste Frage, bitteschön. Ja, mein Name ist Stefan Otterbolz. Ich habe einen Hinweis und eine Frage. Zum einen, heute haben wir jetzt vor allem über das MBAG in Bezug auf Open Source gehört. Mir ist noch wichtig zu erwähnen, dass MBAG umfasst noch viele andere Bereiche. Gerade auch das Beispiel von Ronja und Simon vom BAFU, dort geht es ja auch um die Echtzeitdaten, also sind wir auch im Bereich Open Data, das MBAG umfasst auch noch Standards und Schnittstellen. Mein Hinweis ist, wir haben unter mbag-check.ch so den aktuellen Stand des Wissens zu all diesen Themen mal zusammengefasst. Und dann aber noch zu meiner Frage, jetzt gerade beim letzten Vortrag, wenn man so eine aktive Community aufbauen möchte, kommt man dann überhaupt um Contributor License Agreements herum oder sind die quasi Pflicht in Zukunft bei allen Projekten? Wer will da Thema CLA? Ich kann kurz etwas sagen dazu. Wir haben das in unserem Leitfaden kurz angesprochen. Die Idee eines CLA ist ja, dass man möglichst die Rechte zentral verwalten kann nachher. Und wenn man als Bund ein neues Projekt startet und dann hofft, dass es verschiedene Contributors gibt, also gerade wenn das Ganze dann unter einer Copyleft-Lizenz steht, ist das Problem, dass man dann selbst an die eigene Lizenz gebunden ist, wenn jemand anders dazu wieder beiträgt und das contributet, dann gilt und man dann selber diese Contribution wieder nutzt, dann muss man weiterhin das ganze Projekt unter der gleichen Copyleft-Lizenz laufen lassen. Vor allem kann man dann nicht mehr abweichen, Dual-Licensing zum Beispiel, also die Idee, dass ich ein Produkt kommerziell verwerte und als Open-Source lizenziere. Das kann kommerziell Sinn machen in gewissen Situationen. Diese Möglichkeit wird einem abgeschnitten. Man kann auch keine Lizenzwechsel mehr vornehmen, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Und deshalb wird es wohl darauf hinauslaufen, dass man CLAs im Laufe der Zeit vorsehen wird vom Bund. Es gibt aber bis jetzt keine klaren Vorgaben, aber man macht sich dazu Gedanken. Danke. Frage soweit beantwortet. Weitere Frage? Dankeschön. Stellen wir uns vor, diese Software, die da Open Source veröffentlicht wird vom Bund, ist von einem Drittanbieter hergestellt worden und jetzt wird um vorbehalten AGB-Bundstellen oder ging glaube vor 24 Monate Gewährleistungsfrist, ist da die Erwartungshaltung, dass der Anbieter während 24 Monaten kostenlos sämtliche von der ganzen Community gemeldeten Mängel dann behebt, immer unter dem Damoklesschwert von Preisminderung oder allenfalls Rückabwicklung. Und die Frage, wie man das dann als Anbieter bei der Ausschreibung am besten einpreisen soll. Danke, ist eine gute Frage. Genau, ich bin auch als Anbieter unterwegs. Ich nehme die mal mit, diese Frage. Ich finde es eine spannende Frage. Wie weit da die Gewährleistung geht. Ich würde mal sagen, Bugs sind Bugs und Bugs müssen so oder so gefixt werden. Und ähnlich ist es mit Security Issues. Ob ich jetzt eine Community habe, die sich dem Ganzen annimmt, ob ich im schlimmsten Fall Millionen User habe, die mir Bugs melden oder Security Issues melden, die ich in einem Bug Bounty Programm entdecke, oder durch Pentester. Im Großen und Ganzen ist, glaube ich, die große Gefahr einfach nur, dass es nachhaltiger und schneller entdeckt wird. Ansonsten dürfte sich insgesamt nichts ändern. Das ist meine persönliche Meinung. Danke. Vielleicht noch als Ergänzung. Es ist ja im Interesse, diese Bugs auch zu finden und nicht zu verstecken. Also ich glaube, da hilft Open Source auch direkt.
Olivier, wir sind aus der gleichen Branche und ich bin ja auch Lieferant und ich kann es vielleicht anders an dich spiegeln. Die Frage, was ist denn das vertragliche Konstrukt, was dahinter liegt, was du mit deinen Kunden hast? Also wenn das jetzt Time and Material ist, dann ist es einfach die Arbeit, die du leistest, die du in Rechnung stellst. Wenn das jetzt ein Fixpreismodell ist, dann sieht es natürlich anders aus. Und ich glaube, dass du dann auch ein ganz anderes Risikomanagement und eine andere Risikokalkulation betreiben musst. Was sind denn typische vertragliche Konstrukte, auf deren Basis du jetzt Dienstleistung für deine Kunden erbringst? Ist das jetzt einfach Time and Material oder macht ihr da wirklich Fixpreiskalkulation oder vielleicht Turnkey Solutions sogar? Ja, konkret, wir haben wie beides, je nachdem, was sich ergibt. Wir haben Fixpreis, wo wir mit dem Kunden abmachen. Da ist immer, kennt ihr die Herausforderung, was ist dann quasi Change Management, was kommt dazu, was nicht. Time Material auch. Oder gerade im Open-Source-Umfeld ist quasi ein Auftrag, sagen wir hätten gerne dieses Feature so umgesetzt, dass man dann wieder featurebasiert unterwegs ist, vielleicht sogar in einem agilen Konstrukt. Das ist eigentlich so das Präferierte auf meiner Seite, dass man sagt, man ein agiles Konstrukt, nimmt da Feature rein, priorisiert das und arbeitet das so aufgrund der Priorisierung des Kunden zusammen. Dann hat man so eine Mischung zwischen Fix und Agilität. Danke. Eine Frage. Scheint mir doch das Ganze ein bisschen kompliziert zu sein, weil jeder Vertrag hört einmal auf. Und dann nützt das irgendjemand anders, der Community braucht die weiter, die Software, und vielleicht der ursprüngliche Hersteller dieser Software hat kein Interesse mehr dran. Wie soll man bei Vertragswechsel, also ein Vertragsverhältnis dauert ja nicht ewig, aber so eine Software muss ja irgendwo gepflegt werden, auch später, wenn man sie nicht mehr will, aber es nutzen es dann auch andere, das muss doch einen anderen Weg geben. Es kann ja nicht sein, dass zum Beispiel das dann von diesem Anbieter abhängig ist, der im Projekt da zuerst gelandet ist. Also welche Vorstellungen gibt es, das überhaupt nachhaltig zu lösen, das Ganze? Ja, ich glaube, genau hier hilft ja Open Source, weil bei Sanhin, oder vielleicht noch kurz vorweg, zu betrachten ist ja nicht nur die Vertragsdauer, sondern quasi die ganze Lifecycle einer Applikation. Das finde ich wie wichtig zu sicherstellen. Ja, wie lange will ich diese Applikation einsetzen und wie stelle ich sicher, dass ich über diese ganze Zeit jemand habe, der mir da hilft. Da hilft wieder Open Source in dem Sinne, früher hatten wir noch so Escrow-Verträge, wo man seine CD gebrannt hat und dann beim Anwalt deponiert hat. Keine Ahnung, ob das jemals Fälle gab, wo diese CD herausgegeben wurde. Aber da ist es auch die Möglichkeit mit Open Source, dass jemand anders hier einspringen kann und sagen, einen Bug melden und sagen, ja, wer kann das fixen aus der Community? Es muss nicht zwingend der ursprüngliche Lieferant sein. Oder kann ich eine andere Firma dieses Tool weitergeben und sagen, könnt ihr das übernehmen, weiterpflegen? Zumindest der Source Code ist schon da. Das Wissen vielleicht auch im Sinn der Dokumentation. Eine Übergabe ist einfacher möglich, würde ich mal behaupten, als in einem Closed Source Umfeld. Das ist meine persönliche Meinung. Sicher, ja. Aber ich denke, das ist keine neue Herausforderung. Also auch wenn man eine Software heute einkauft, hat man ja quasi als Bezüger ein Interesse, dass es den Lieferant morgen auch noch gibt, dass man eine Partnerschaft hat. Da sehe ich Open Source mehr als Chance, als eine zusätzliche Herausforderung. Danke, dass ich nochmal darf. Wie sieht es denn aus in der Praxis? Meine Frage geht jetzt in Richtung Kunden, also ihr, die da Aufträge vergebt. Das Werteversprechen von Open Source ist ja auch in Richtung Digital Sovereignty. Naja, ihr werdet unabhängig davon. Der Code ist öffentlich und jeder Lieferant kann da weiterarbeiten dran. Das heißt, wenn ihr mit einem Lieferanten nicht einverstanden seid, dann könnt ihr sagen, schaut her, es gibt ein öffentliches Repository. Wer kann hier meine neuen Features entwickeln? Wie sieht es in der Praxis so aus? Ist das wirklich so einfach?
dass diese Unabhängigkeit gegeben ist, dank Open Source, dass ihr sagt, okay, offener Code, aber ich möchte jetzt den Lieferanten wechseln. Ich glaube, das war eine der Motivationen, dass der Gesetzgeber, also das Parlament, diesen Artikel so straff formuliert hat. Erfahrungen haben wir noch nicht wirklich groß. Das ist seit dem 1. Januar. Und da müssen wir jetzt eben, das letzte Punkt, den ich angesprochen habe, Erfahrungen sammeln. Und wie kommen wir, wird dieses Werteversprechen wirklich, erfüllt sich das? Wird da investiert? Wird wirklich in Communities investiert? Das sind wirklich Dinge, auf die wir wirklich auch gespannt sind. Also kann ich wenig dazu sagen. Aber digitale Souveränität, das ist im Moment ein großes Thema bei uns, bei DT. Das Wort digitale Souveränität triggert Matthias. Sehr gut. Ich bin sehr erfreut. Vielen Dank für die super Vorträge. Vielleicht also kurzer Hinweis. Das MBAG gilt erst seit 1. Januar, aber der Bund hat schon lange Open-Source-Erfahrung, notabene. Oder? Also das Swiss-Topo, Meteo-Schweiz machen das schon weit über 10 Jahren, praktizieren sie sehr aktiv die Freigabe von Open-Source. Und da gibt es sehr gute Beispiele. Da haben wir schon vor 5, 6 Jahren hier an der IT-Beschaffungskonferenz den Fall gehabt, wo es darum ging, dass Cedric Mulle, unterdessen beim Bundesamt für Landwirtschaft, war damals noch bei der Swiss Topo und die hatten das Beispiel von Open Layers, der Geoportal-Bund, kennen alle, oder? Und da hat die Swiss Topo quasi in eigener Regie, mit eigener Verantwortung gesagt, wir wollen die Open Layers-Bibliothek weiterentwickeln. Wenn sich andere Landestopografien finden, um dieses Ding auch gemeinsam zu finanzieren. Und die Swiss Topo hat mehrere hunderttausend Franken investiert. Wenn eben noch mehrere weitere 100.000 Franken zusammenkamen, andere haben das zusammengelegt aus ausländischen, aus anderen Ländern. Und so konnte man Firmen wie Camp2Camp und andere Open Source Provider beauftragen, diese Bibliothek auch weiterzuentwickeln. Und mein, das ist echte Open Source. Und so kann man eben Mehrwert gewinnen, wenn man eben Ressourcen bündelt und natürlich nicht einfach nur irgendwie wartet, bis sich da jemand meldet. Da muss man schon aktiver werden. Deshalb finde ich sehr gut und sehr wichtig, dass das MBAG ja nicht nur die Freigabe vorschreibt, sondern eben auch die Community Building ermöglicht, dass man dort eine Gemeinschaft aufbauen kann, wo dann unterschiedliche Akteure Geld zusammenlegen und so die Software weiterentwickeln mit unterschiedlichen Herstellern. Es muss auch nicht immer der gleiche Hersteller sein. Also von dem her, das ist ja auch die Idee davon, dass es mehr Wettbewerb gibt. Dankeschön. Gibt es sonst noch Fragen da oben? Da haben wir jetzt noch eine Frage. Also wahrscheinlich ist die Frage schon irgendwo in Dokumenten beantwortet oder ist sehr einfach für die meisten hier. Im Fall einem agilen Projekt oder agile Entwicklung muss man dann abwarten bis zur letzten Version. Jetzt ist das Tool total entwickelt und erst dann publizieren der Code oder muss man jede Version publizieren? Und wenn so, also es wurde gesagt, dass jede Verwaltungseinheit selber dafür verantwortlich ist, aber dennoch, also gibt es da Unterstützung bei der Verwaltung diesen Versionen im Fall, es müssen mehrere sein oder wartet man dann nur den Endcode? Also, wie geht man da um mit agiler Entwicklung, die kann dann ein Jahr oder sogar über Jahre dauern? Also die Frage ist, wann publiziere ich vom Code, genau. Meine persönliche Erfahrung oder was ich auch so gehört habe aus der Open-Source-Welt ist quasi Beginn zu Anfang. Also quasi mit der ersten Codezeile, wenn du startest, veröffentlich das. Weil dann hast du den riesen Vorteil, die Leute sind schon versiert mit dem Umgang mit dem Tool, die Leute sind versiert mit Code zu schreiben, der auch veröffentlicht wird. Also sprich, ich habe dann hoffentlich nicht noch To-Dos im Code oder Fix-Me oder irgendwelche Tests, die mit realen Daten stattfinden. Also all diese Probleme, die du in der Anleitung Schritt 2, Analyse des Codes, nochmals machen musst, was sehr aufwendig wird, hast du schon quasi während der Entwicklung, trainierst du das schon oder machst du das schon richtig?
Das ist so meine Empfehlung, Erfahrung, aber es gibt nicht eine Pflicht vom Bund, das zu veröffentlichen. Unterstützung hast du noch angesprochen. Bruno Schöp hat es erwähnt, das DT stellt diese Hilfsmittel zur Verfügung. Es würde mich natürlich auch freuen, wenn sich da Interessen oder Erfahrungen weiter über die Behörden hinweg austauschen wird. Aber das ist so der Stand, was wir haben. Es hatte noch eine Frage in der Mitte, hat sich erübrigt. Gut. Noch Zeit für die letzte Frage oder Wortmeldung? Ich habe noch eine Frage, weil letztlich kann man ja sowohl die Hersteller könnten, also meine Frage ist, habt ihr auch in den Anleitungen schon definiert, wo der Code konkret jetzt eben auf GitHub, wahrscheinlich heute, vielleicht zukünftig mal auf einem eigenen GitLab-Instanz, aber wenn man es heute jetzt ganz pragmatisch anschaut, eben sind es, empfiehlt ihr eher auf einer Behörden-GitHub-Account oder soll der Hersteller auf seinem GitHub-Account das veröffentlichen? Wo seht ihr, warum sollte man das eine oder das andere wählen? Gut, ich mache eine Forsche. Genau. Aktuell ist das so, wir haben als Empfehlung haben wir in den Hilfsmittel GitHub gewählt, weil wir sagen, ja, publiziert dort, wo ihr die Software habt, schon, was bekannt ist. Aber ganz klar, in dem strategischen Leitfaden haben wir auch gesagt, ja, wir wollen unabhängig, soll eine unabhängige Plattform sein, die digital souverän ist, wo man möglichst wenig Abhängigkeit bei einem Hersteller hat, wo man dann vielleicht zukünftig publizieren kann. Weiter ist noch relevant auch, wo finde ich dann auch wieder diese Software? Da gibt es verschiedene Crawler, die Open Source Lösungen abcrawlen, zum Beispiel OSS Directory Benchmark, der das auflistet, dass man es auch wieder findet. Aber auch da wäre es quasi auf, ja, so in einer schönen Welt ein zentrales Repo von der Bundesverwaltung, was da publiziert wird. Also wir hatten ja heute Morgen ein Meeting mit dem Digitalisierungsrat des Bundes. Da sind alle CIOs vom Bund vertreten. Da wurde diese Frage genau auch kontrovers eben diskutiert. Zum einen, wie finde ich heraus, wo hat der Bund schon Open Source Software publiziert? Und da ist die Idee im Moment, dass die i14y-Webseite, dass das dort auch darunter kommt vom Bundesamt für Statistik. Aber das haben wir jetzt einen Auftrag erhalten und das werden wir jetzt so versuchen. Aber das zeigt dann nur, wo die Software dann effektiv publiziert ist. Also da wird keine Software publiziert, sondern ist einfach ein Verzeichnis. Und wegen dem zentralen Bundesrepo, eben im Moment haben wir keine Ressourcen, aber die, zum Beispiel die eidgenössische Finanzverwaltung hat uns nahegelegt, prüft doch das wirklich sorgfältig und zeigt die Vorteile auf, dann müssen wir irgendwie Mittel organisieren. Also die Idee ist angekommen, aber jetzt in der heutigen Situation können wir das nicht so schnell aufbauen. Darum ist die Empfehlung im Moment GitHub. Aber wir sind da am Thema dran und haben auch den Auftrag, da Lösungen vorzuschlagen. Reicht das dir, Matthias? Gut, dann sind wir durch, sehr pünktlich. Danke vielmals für das Einhalten der Zeiten an die Referentinnen und Referenten. Herzlichen Dank für euer Interesse. Es freut mich, dass so viele Leute da gewesen sind. Weiter geht es um jetzt gerade mit der Mittagspause. Die Lunch-Session Ask a Lawyer startet um 12.40 Uhr. Genau, und dann würde es für alle gemeinsam weitergehen um 14 Uhr mit der nächsten Fachsession. Herzlichen Dank, schönen Nachmittag.